Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um GTA Online, denn heute zeige ich euch einen Giftgas to Friends After Patch, also so gesehen ein Workaround. Und das Coole an diesen Giftgas to Friends, Leute, ihr könnt diesen Giftgas to Friends überall machen, wo ihr wollt. Aber Leute, bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch schon mal mit einem fetten Like fürs Video dazu lassen. Und außerdem, Leute, für die, die ich noch überhaupt gar nicht kennen, abonniert mich, verpasst ihr die krassesten Glitches in GTA Online. Also gut, Leute, was braucht denn für diesen Glitch eigentlich? Für diesen Glitch braucht ihr einen Freund. Ihr und euer Freund müsst beide ein MOC besitzen. Und ganz wichtig, Leute, im dritten Teil des MOCs braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und ihr braucht im Lager für persönliche Fahrzeuge ein Motorrad, was ihr für diesen Glitch verlieren könnt. Hier zum Beispiel die Sanchez. Das ist ganz wichtig, Leute, dass das Ganze tatsächlich auch ein Motorrad ist. Außerdem, Leute, braucht ihr oder euer Freund den Taucheranzug-Glitch. Das werde ich natürlich gleich erklären, was das ist und wie ihr das bekommt. Aber Leute, ganz wichtig, nur einer von euch beiden braucht das. Sprich, wenn euer Freund das kann oder hat, reicht das auch völlig aus. Aber gut, Leute, ich würde sagen, wir fangen doch mal mit dem Glitch generell einfach mal an. Als erstes seid ihr mit eurem Freund zum Beispiel in einer Einladungssitzung, da wo ich einen Glitch aufgenommen habe. Denn als erstes machen wir den Taucheranzug-Glitch. Wie gesagt, es ist völlig egal, ob euer Freund jetzt diesen Part macht oder ihr. Wirklich, das ist völlig egal. Denn ihr oder euer Freund müsst jetzt erstmal zum Kleidungsgeschäft. Seid ihr im Kleidungsgeschäft angekommen, Leute, geht jetzt zum Kassierer, Kassiererin und drückt die rechte Pfeiltaste, um die Outfits zu sehen. Denn jetzt müsst ihr durch diese lange Liste durchscrollen, bis ihr die Taucheranzüge habt. Seid ihr bei diesen Taucheranzügen angekommen, müsst ihr jetzt einfach eins kaufen oder, falls ihr schon eins gekauft habt, einfach das ausrüsten. Habt ihr das Ganze gekauft bzw. ausgerüstet, dann drückt ihr hier auch Viereck, um das Ganze als ein Outfit abzuspeichern. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute, dass das Ganze hier auch als Outfit abgespeichert ist. Habt ihr das Ganze gemacht, Leute, müssen wir jetzt als nächstes zum Wassergebiet. Also da, wo ihr tatsächlich auch tauchen könnt. Sprich, ich bin jetzt hier bei diesem Helikopter-Landeplatz hingefahren. Denn jetzt müsst ihr tatsächlich das Interaktionsmenü öffnen, geht auf Stil und wählt das Taucher-Outfit aus. Aber nicht anziehen, nur dass ihr in diesem Menü seid und diese Anzeige auf das Taucher-Outfit. Denn ihr müsst jetzt tatsächlich einen kleinen Timing-Part machen. Ihr müsst jetzt nämlich ins Wasser reingehen und sobald euer Charakter sich die ganze Taucherausrüstung anzieht, also hier diese Taucherflasche etc., müsst ihr euer Outfit anziehen und zwar X-Spammen, was das Zeug hält. Aber Leute, woran merkt ihr denn jetzt, ob ihr das jetzt geschafft habt, diesen Taucheranzug-Glitch? Naja, dafür schließt jetzt euer Interaktionsmenü, geht es erstmal wieder aus dem Wasser raus. Denn ihr öffnet jetzt wieder euer Interaktionsmenü und registriert euch als MC-Präsident oder CEO. Gut, in meinem Fall war ich jetzt VIP, ist aber dasselbe in grün. Denn wir müssen uns jetzt hier ein Outfit anziehen von CEO bzw. MC-Präsident. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier auf CEO-Einstellungen, gehen jetzt hier auf Verwalten und Stil und wählen jetzt hier irgendeinen Stil aus. Und vor allen Dingen, Leute, ihr geht dann wieder von diesem Stil auf euer Outfit. Und ihr werdet merken, Leute, dass euer Charakter wieder die Taucherflasche auszieht. Und wenn ihr nochmal einen Stil auswählt und dann wieder zurückkommt auf euer eigenes Outfit, zieht er sich wieder eins aus. Und das macht er so oft, wie oft ihr halt das Ganze macht. Und das Ganze nennt man die Taucherglitch. Und Leute, hier ganz wichtig, ihr dürft natürlich euer Outfit jetzt nicht mehr ändern. Und das Coole an diesem Taucher-Outfit-Glitch ist, Leute, wenn ihr das Outfit nicht ändert, ist das sogar sitzungsübergreifend. Das bedeutet, ihr könntet GTA schließen und dann zwei Tage später wieder online kommen und ihr hättet diesen Part, den ihr gerade gemacht habt, schon längst fertig. Ihr habt nämlich dieses geglitchte Outfit immer noch an. So. Habt ihr diesen Taucher-Glitch? Sehr gut. Dann können wir mit den Giftgas to Friends anfangen. Gut, als nächstes müsst ihr mit eurem Freund euch an einer Location treffen, wo ihr viel Platz habt. Denn ihr trefft euch mit eurem Freund und zwar muss euer Freund sein MOC auch dahin bringen und ihr fahrt mit euren MOC dahin. Sprich, ihr fahrt jetzt einfach über das Interaktionsmenü euren MOC an und fahrt jetzt zu dieser Location, wo ihr gesagt habt, ja, lass uns hier Giftgas to Friends machen. Gut, in meinem Fall bin ich einfach nach nebenan gegangen zum Yachthafen, denn auf diesem schönen, großen, leeren Parkplatz kann man wunderbar den Giftgas to Friends machen. Denn ihr müsst jetzt hier eure MOCs nämlich so parken, dass sie sehr, sehr nah beieinander sind. Und zwar natürlich nicht zu nah, denn ihr und euer Freund müsst beide, wenn ihr zu Fuß vor eurem MOC steht, den blauen Kreis sehen können. Könnt ihr diesen blauen Kreis nicht sehen, dann steht irgendwas im Weg oder ihr habt zu dicht geparkt. Gut, in meinem Fall sind die blauen Kreise da.
Euer Freund sollte jetzt auch das Fahrzeug bestellen oder schon dahingestellt haben, was ihr gerne haben möchtet. Gut, in meinem Fall ist es jetzt hier dieser User mit Drift, mit Formel 1 Felgen, gemoddete Lackierung, noch Jenken-Kennzeichen und. Und Leute, dieses Fahrzeug sollte jetzt in der Mitte zwischen euren MOCs stehen. Und zwar so, dass natürlich auch hier wiederum die blauen Kreise noch sichtbar bleiben, wenn ihr zu Fuß seid. Gut, habt ihr das Ganze jetzt ungefähr so hingestellt, wie ich das jetzt hier im Video gemacht habe? Seid ihr ready für diesen Glitch? Denn als nächstes muss jetzt euer Freund zu euren MOC hingehen und wählt einen Story-Modus-Charakter aus. Und zwar so, dass er in GTA die Meldung hat, bist du sicher, dass du in Story-Modus gehen möchtest. Und in diese Meldung bleibt euer Freund erstmal. Denn ihr geht jetzt auch zu euren MOC und geht es hier ganz wichtig auf mit Freunde und Crewmitglieder beitreten. Das bedeutet, ihr würdet theoretisch euren Freund mit reinziehen, was in der Realität nicht passiert, aber Leute, das ist ja gewollt. Seid jetzt in euren MOC angekommen, Leute, steigt ihr jetzt aus Motorrad, was wir diesen Glitch verlieren können. In meinem Beispiel ist es hier zum Beispiel die Sanchez und ihr fahrt damit einfach raus. Seid ihr draußen angekommen, Leute, könnt ihr vom Motorrad einfach absteigen. Euer Freund kann jetzt die Meldung mit Kreis abbrechen und geht jetzt zu seinen MOC und zwar so, dass das Menü hat, alleine beitreten oder mit Freunde. Er kann schon mal auf Freunde scrollen, aber nicht bestätigen natürlich, aber er kann sich schon mal so bereit machen. So, jetzt müsst ihr so gesehen diesen Taucherglitch jetzt hier ausüben. Das bedeutet, ihr geht jetzt zu euren MOC, öffnet das Interaktionsmenü und geht dann auf Verwaltung von euren CEO, MC President etc., geht auf Stil und tut da Taucherflaschen hin, wo der blaue Kreis wäre. Das seht ihr natürlich nicht, während ihr das Interaktionsmenü offen habt. Habt ihr so ein paar Taucherflaschen hingelegt, so wie ich es hier im Video, schließt das Interaktionsmenü wieder und geht zu eurem Motorrad und steigt auf euer Motorrad. Denn wir müssen jetzt hier zu unserem MOC hinfahren. Und zwar so, dass unser Vorderreifen oder am besten auch das ganze Motorrad so komisch in Luft backt, wegen den ganzen Luftflaschen. Und jetzt müsst ihr die rechte Pfeiltaste spammen. Und Leute, bevor ihr das jetzt hier macht, ganz wichtig, sobald ihr einen ganz, ganz kurzen Blackscreen bekommt, müsst ihr immer die Optionstaste spammen. Das bedeutet, ihr öffnet das Interaktionsmenü wieder und schließt es. Ihr öffnet es und schließt es. Und Leute, das müsst ihr durchgehend machen, egal was ihr danach macht. Also nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Denn ich fahre jetzt hier zum MOC, spamme jetzt die rechte Pfeiltaste. Ihr merkt, ich bin so kurz gefreezed. Auf einmal kommt dieser Blackscreen und ich öffne das Interaktionsmenü wieder und schließe es. Öffne es, schließe es. Steigt vom Motorrad auf, öffnet es, schließe es. Renn jetzt zum Fahrzeug von unserem Freund, was ihr gerne haben möchtet, aber währenddessen auch wieder öffnen, schließen, öffnen, schließen. Ich springe zum Auto, öffnen, schließen, steige ins Auto ein, öffnen, schließen, sitze im Auto, öffnen, schließen. Und Leute, das müsst ihr durchgehend machen, dieses Interaktionsmenü, öffnen, schließen. Das muss so sein, Leute, glaubt mir einfach. Denn jetzt muss euer Freund, so gesehen jetzt hier wieder die Option, mit Freunde beitreten haben. Und ganz wichtig, Leute, in diesem Moment, wo ihr das Optionsmenü nicht offen habt, also so gesehen geschlossen habt, muss er hier sagen, ja, ich gehe jetzt mit meinem Freund in mein MOC rein. Und zack, boom, bam, Leute, ihr habt jetzt das Fahrzeug in euren MOC und für euren Freund ist das MOC komplett verbuggt. Also wirklich, zu 100%, denn auf einmal sind da zwei Fahrzeuge drin und sieht ziemlich komisch aus. Aber egal, Leute, denn ihr habt das Fahrzeug von eurem Freund geschenkt bekommen. Und nein, Leute, natürlich nicht, euer Freund verliert das Fahrzeug nicht. Aber Leute, ihr könnt aus euren MOC jetzt einfach nicht so raus, denn ihr seid tatsächlich jetzt gefangen im MOC. Das bedeutet, euer Freund lädt euch jetzt in sein CEO zum Beispiel ein und geht da rein. Oder wie ich es jetzt hier mache, Leute, ihr startet einen Job über die Karte und verlasst danach den Job, wenn ihr im Jobmenü angekommen seid. Natürlich verschwindet dann euer MOC. Aber Leute, das ist generell nicht schlimm. Sprich, wenn ihr den Glitch einfach nochmal neu machen möchtet, einfach MOC wieder anfordern und so gesehen den Glitch dann wieder von vorne machen. Aber Leute, ich zeige euch jetzt hier, dass ich das gleiche Fahrzeug habe, wie jetzt mein Freundin hat. Das bedeutet, ich bestelle kurz das Fahrzeug aus meinem MOC. Und ihr werdet merken, Leute, das ist jetzt der Yosemite Drift. Und Leute, hier seht ihr es, ihr habt 1:1 dasselbe Fahrzeug. Mein Freund hat das Fahrzeug nicht verloren und ich habe das Fahrzeug von ihm geschenkt bekommen. Wie geil ist das denn, Leute? Und das wirklich das richtig nice an diesem Glitch ist, ihr könnt den Glitch wirklich überall machen, wo ihr Bock habt. Wo am besten kein Straßenverkehr ist, der euch irgendwie stören könnte. Aber Leute, das war's schon mit diesem Glitch. Wenn euch dieses Video gefallen hat und euch sogar weitergeholfen hat, dann würde ich mich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.